Ja, du bist im Arsch. Tschüss. So, noch einer weniger. Ja, und spätestens jetzt müsste das eigentlich... Ich weiß, da oben steht noch irgendwo jemand, aber... Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt erreichen kann, da oben. Ich will die Kamera da oben haben. Gucken, wo der genau ist, ob ich ihn so sprengen kann. So, die Verstärkung kommt schon mal nicht. Ob ich den so treffe? Nee. Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Mann, ey, wie komme ich da hoch jetzt? Ich würde ihn schon gern töten, aber... Aber irgendwie... Weiß ich nicht, ob das überhaupt geht. Vielleicht so. Aber wie gesagt, das ist zu weit weg hier, wie es aussieht. Ich glaube, ich bin zu weit weg. Ich weiß nicht, wo der jetzt das Geld her hat. Aber vielleicht kommt er jetzt. Vielleicht jetzt. So, weg ist er. Sehr gut. Warum sollte ich die Alte raus eskortieren, wenn sie dann doch noch erwischt werden könnte? Dann tue ich lieber alle erschießen im Gebiet. Und dann ist auch Ruhe auf jeden Fall. So, und einer müsste jetzt da oben noch sein und der müsste eigentlich auch. Seid auf der Hut. Das ist ein Scharfschütze. Und der ist auch hinüber. Lauf zu diesem Auto. Steig ein. Sehr schön. Haben wir das da auch geschafft. Kurz und schmerzhaft. Kurz und schmerzlos. Alle tot. Jetzt können wir auch in Ruhe mit dem Auto wegfahren hier. Was will man mehr? Hey! Du alte Schlampe, ey. Was soll das? Na ja, gut. War auf jeden Fall einfacher, wie ich dachte. Alles klar. Du bist in Sicherheit. Alle tot geschossen hier. Wir müssen dich und Jax aus der Stadt bringen. Ist Jackson okay? Oh Gott. Er sagte, du wärst tot. Sollte vielleicht die Waffe wegstecken? Wo ist Jax? Ich muss ihn sehen. Er ist sicher. Oh, bei Yolanda. Ich hol dich, pass auf. Ja, das ging mir schon mal gut. So, bevor wir das jetzt weitermachen, werde ich erstmal gucken. Drei Statuspunkte habe ich noch übrig. Was können wir denn da noch hacken hier? Profiler-Optimierung, 4 Stück. Was haben wir denn noch hier? Kampf. Was haben wir denn hier noch? Schnelleres Nachladen, das wäre vielleicht ganz gut. Und das hätte ich auch gerne. Ich habe auch keine Ahnung, was ich da machen muss hier. Und maximierter Fokus. Naja, gut, alles klar. Ja, das ging einfacher, wie ich dachte. Glaubst du, es ist vorbei? Für Nikki ist es Gott! Vorbei. Aber nicht für dich. Ich will dir nichts verderben, aber ihr bekommt Gesellschaft. Die Bullen haben gerade einen Tipp zum Rächer bekommen. Ist das nur ein Spiel für dich? Ja, sicher, es ist nur ein Spiel. Ich bin nur zum Spaß dabei. Du hast mich enttäuscht, Aiden. Wir waren Partner. Was wirfst du mir vor? Ambitionen? Ich werfe dir deine Gier vor. Ich muss los. Deine Heuchelei ist beeindruckend. Fahr vorsichtig, Partner. Die Cops sind echt heiß auf dich. Was soll's? Ja, labert doch bloß. So, gucken, ob ich jetzt vielleicht nochmal diesen Turm hacken kann hier. Packt eure Sachen zusammen. Ich komme und hol euch ab. Nehmt nur mit, was ihr wirklich braucht. Okay, Jax und ich sind fertig, wenn du kommst. Ja, ich glaube, ich sollte vielleicht noch mal gucken, ob hier irgendwas ist. Ich glaube, das ist keine gute Idee, mit dem Auto hier oben zu stehen. Aber okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich letztens schon hier, wo ich hier war, diesen Schalter gedrückt habe, hier hinten. Ich glaube nicht. So. Weil ich weiß genau, an der Stelle war ich schon mal gewesen hier und da habe ich letztens nicht gewusst, wie ich hier reinkomme.
Ja, ich muss definitiv selbst hier hin. Und irgendwie muss ich da erstmal das Dach hochkommen hier. Ey, unten, hier wird nie rumgesoffen. Meine Fresse, ja, die Leute. Ja, ich glaube, ich muss mit dem Auto da durchfahren, wie es aussieht hier. Vermute ich mal ganz stark. Halt, fuck. Nein, da runter machen. Mach wieder runter. Mach wieder runter. Ich hoffe, ich komme überhaupt noch in das Auto rein hier. Ja, das Auto steht jetzt so beschissen, dass ich natürlich nicht reinkomme. Naja, was soll's. Ja, was machen wir als nächstes? Machen wir noch eine Hauptmission, oder? Warum nicht? Ich würde mit dem Spiel schon gerne irgendwann mal fertig werden noch. Ich vermute mal, dass wir jetzt wahrscheinlich eh demnächst wieder von Bullen ohne Ende ausweichen müssen. Keine Ahnung. Es wäre schön, wenn ich ein Auto hätte hier. Ein schnelles Auto. Vielleicht hier? Ja, hier haben wir doch schon eins. Sehr schön. Seltene Münze gefunden. Ja, warum nicht? Die Jagd auf Aliens kam heute einen Schritt weiter, als Bürger ihn mitten in Downtown Chicago sichteten. Eine gewagte Aktion. Einige Bürger glauben, dass der Rächer demonstrieren wollte, dass die Polizei unfähig ist. Was halten Sie von den Versuchen der Polizei, den Rächer zu schnappen? Dieser Typ stellt sich ja mitten in die Menge. Oh, fuck. Und die schnappen ihn einfach nicht? Hey, das ist ein Statement. Er ist ein Krimineller. Vielleicht sogar ein Mörder. Warum läuft er immer noch frei herum? Mein Bruder ist Cop. Und ein Bruder noch dazu. Einer von den Ehrlichen. Es liegt an diesem CTOS. Jetzt müssen weniger Cops ein größeres Gebiet abdecken. Und das bei den ganzen Banden hier. Die sind überlastet. Die Polizei hat Fallen gestellt, um zu verhindern, dass Pierce die Stadt verlässt. Die Kriminellen dürfen nicht glauben, dass sie... Ja, ja, genug geplabert hier. Jetzt habe ich wenigstens einen Weg gefunden, hier reinzugehen. Ich weiß nicht, warum ich da schon eher, nicht schon eher drauf gekommen bin. Aber wir haben wieder mal einen CTOS-Turm freigeschalten. Jetzt, warum nicht? Irgendwen Dampfrohr habe ich dort hinten schon wieder hochgejagt. Na, es passiert. Man kann in dem Spiel so viel machen, das ist unglaublich. Naja. Allein was ich jetzt schon wieder an Zeug bekommen habe hier. So, dann gehen wir mal zur nächsten Mission jetzt hier. Dauert ein bisschen wieder zu fahren. Weil die Missionen komischerweise immer dort sind, wo ich keine Wegpunkte gesetzt habe. Beziehungsweise wo es keine Verstecke gibt. Ja, und das gibt halt immer dann keine Verstecke, wenn ich da diesen Turm noch nicht gefunden habe. Von daher. Fahren wir hier lang. Es war so klar, dass da wieder was kommt hier. So, weg da. Hab's eilig. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wie weit wir jetzt in dem Spiel bereit sind. Ich glaube, wir sind... Ich weiß es gar nicht. In der vierten? Ich glaube, im vierten Dings sind wir, oder? Wo steht das? Moment. Ich finde es raus. Fortschritt. Ja, im vierten sind wir. Im vierten Abschnitt. Und ich glaube, in der fünften Mission jetzt gleich, ja. Ja, passt ja. Also ich denke mal noch 4 oder 5 Missionen, dann müssen wir es eigentlich soweit durch haben. Vielleicht schaffen wir das heute noch. Und dann will ich, wie gesagt, vielleicht noch ein bisschen online spielen. Mal gucken. Gucken, was das Online-Spiel so bringt, den Multiplayer-Modus. Ja, und dann denke ich mal, soll es gewesen sein mit Watch Dogs erstmal. Weil es ist ein ziemlich cooles Spiel auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, dass ich ja wirklich jede Nebenmission da machen will. Dafür ist es einfach viel zu viel. Ich denke mal, ich habe einiges gezeigt, was man mit dem Spiel machen kann. An Nebenmissionen, an Nebenaufgaben, Trinkspiele, irgendwelche Spinnen, Steuern oder Carmageddon. Gibt so viel, was man machen kann. Verbrecherjagen hier, diese Verbrechensaufklärung, Hauseinbrüche. Ja, hat schön getriftet gerade. Dann habe ich gezeigt, diese Konvois und die Bandenverstecke, Gangverstecke. Also ich habe, denke ich mal, vieles gezeigt, was man so machen kann. Hütchenspiel, Pokern, Schachspiel habe ich, glaube ich, sogar gezeigt. Ja, also jede Menge Sachen, was man so machen kann. Ähnlich wie in Red Dead Redemption, da gab es auch sehr viele Sachen, was man nebenbei machen konnte. Ja, Menschenhandel habe ich sogar gezeigt, 2, 3 Missionen. Also es ist wirklich jede Menge. Sachen finden kann man noch, kann diverse Barcodes finden, also...
Ich glaube, das ist so mit das Spiel. Lass mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube, das ist so das Spiel mit den meisten. Mit den meisten Collectibles oder den meisten Minispielen, würde ich jetzt mal behaupten. Keine Ahnung. Das Einzige, was mich immer ein bisschen wundert, dass hier kein einziges Polizeiauto draußen rumfährt. Zumindest wenn man jetzt nicht irgendwie gejagt wird oder so. Wie so viel abgebaut haben an Polizei? Keine Ahnung. So, und ich glaube nicht, dass das so eine tolle Idee war, die jetzt hier heimzuschicken in das alte Haus. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich habe mich so angestrengt, Nikki von allem abzuschirmen. Und jetzt hat sie jemanden getötet. Die ganze verdammte Stadt bricht unter uns zusammen. Ich bringe sie in Sicherheit, bevor es zu spät ist. Ja, also mich wundert es überhaupt, dass sie noch nicht gefangen wurde. Na komm. Yolanda sagt, sie hetzt dir die Polizei auf den Hals. Steig ins Auto, na los. Bist du reingelegt worden? Sag es. Ich hab ihn. Diesen Mörder. Ich weiß, wer er ist. Ja, komm, jetzt steig ein. Was? Quatschen kannst du während der Fahrt noch. Wir müssen los. Oh, diese Frauenlogik jetzt. Immer. Steig ein, verdammt. Boah, wie blöd muss man sein, ey. So, ich hoffe, jetzt verlieren wir nicht das nächste Kind. Oh Gott, ich sehe schon wieder schwarz hier. So, wo muss ich jetzt hin? Verlassen Sie die Stadt, meinen Sie die Polizei. Ja, das wird wahrscheinlich so ziemlich unmöglich werden. Ich mach einfach mal geradeaus hier. An alle Einheiten, eine Hochleistungspatrouille ist am Verdächtigen dran. Oh oh. Aiden, das sind Polizisten. Ich weiß. Ja, was soll ich machen? Soll ich jetzt hier rumheulen oder was? Nein, die helfen uns. Gut, dass der falsch abgebogen ist jetzt. Warum? Weil sie mich verfolgen. Aber wir können von Damien erzählen. Ich sag ihnen alles, was passiert ist. Okay, bis jetzt läuft's ganz gut. Du sagst nichts, wenn sie uns schnappen. Jetzt fahre ich euch zwei erstmal aus der Stadt. Du verschwindest und bleibst unsichtbar. Ich kümmere mich um Damien. Das macht doch keinen Sinn. Wir haben nichts zu verbergen, oder? Oh Mann, ey. So wie ich hier fahre, brauche ich mich nie wundern, wenn ich geschnappt werde. Das ist kompliziert. Der Scheißkerl kann sich nicht ewig vor uns verstecken. Oh oh. So, tschüss. Also, abhauen. Also, alles aus den Nachrichten, die Morde, May Stadium, das warst du? Oh Gott. Und seit ich weg bin, was hast du getan, um mich rauszuholen? Nur das, was ich musste. Okay, sieht gut aus bis jetzt. Bis jetzt sieht's sehr gut aus. Gott sei Dank. Leitstelle Verdächtiger ist weg. Wir brechen ab und kommen zurück. Ich muss da hier fahren. Ja, das war ein Wunder, dass ich das überhaupt jetzt direkt geschafft habe hier. Also, ich hätte eigentlich gedacht, der Bulle jetzt gerade der Letzte hätte mich noch erwischt. Es gibt mal eine Eisdiele in der Nähe. 101 Flavors. Alles, was ich kenne, ist in Chicago. Mein Zuhause. Ja, dann ziehst du halt nach New York, meine Fresse. Und jetzt? Sollen wir irgendwo eine einsame Berghütte. Ich dachte, die Dinge so wie im Breaking Bad, der Walter White. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die Serie, also wenn ihr sie nicht kennt. Top-Serie auf jeden Fall. Ja, der hat am Ende auch, wurde auch von sämtlichen Leuten gesucht. Ist dann einfach in irgendeine Berghütte gezogen, hat ein halbes Jahr gewohnt oder so. Irgendwo im Nix, im Wald. Oh Gott, das war jetzt. Oh, eine absolute Vollbremsung gerade eben. Ungewollt. Es ist vorbei. Für euch zwei. Aber für dich nicht. Ah, da kriege ich schon hin. Alle Server löschen. Schon okay, Jax.
Hätte nicht so kommen müssen, aber haben wir eine andere Wahl. Ist alles okay? Weißt du noch, als wir Kinder waren? Und ich dir nachlief? Und du wolltest mich loswerden, aber ich hab's immer weiter versucht. Ich mochte deine Autos nicht. Oder Hockey. Und deine Freunde waren eklig. Ja. Ja. Ich bin dir gefolgt, weil ich dich vergöttert habe. So wie Jackson. Und ich habe nur gehofft, du würdest mich bei dir wollen. Jetzt kommt nie auf dumme Ideen. Ich hoffe, dass du dich mal umsiehst. Ich kann nur sagen, es tut mir leid. Aber jetzt folge ich dir nicht mehr. Ich weiß. Oh. Okay, Liebling. Verabschiede dich jetzt von Onkel Aiden. Ich bin eiskalter Killer. Merk dir das. Kommst du nicht mit uns? Nein. Dein Onkel bleibt hier. Bei Jax. Sehr schön. Haben wir das auch geschafft. War auch wieder eine kurze Mission. Also die ist eine ziemlich kurze Mission jetzt auf einmal. Also komisch. Und jede gibt übelst viele Erfahrungspunkte. Ich glaube, das Spiel will, dass ich unbedingt noch voll ausgelevelt werde, bevor es durchspiele. Ich hab da was, das Licht auf den Typen wirft, den du suchst. Bist du bereit dafür? Wahrscheinlich nicht. Spiel's trotzdem mal. Ich will, dass Sie etwas für mich überbringen, Mr. Irak. Okay. Gibt's einen Namen und eine Adresse für den Job, Mr. Quinn? Branks und Pierce. Eine deutliche Warnung. Treffen Sie die Familie, wenn's sein muss. Sir, ja, Sir. Was haben Sie getan? Das geht Sie nichts an, Mr. Irak. Tun Sie das. Und ich lasse Sie dafür nächstes Jahr die Auktion leiten. Was für ein eiskalter Hurensohn. Verdammter Quinn. Das sollte nur ein schneller Job werden. Tag der Abrechnung, kein Problem. Scheiß Mafia-Boss. Ich hab dir nicht zu sagen, was du tun sollst, aber nur so am Rande. Quinn hat so ein Wohlfahrtsding am Laufen. In seinem Hotel, dem Merlot. Mhm. Nikki wird nie zurückkommen. Ich hab sie aus ihrem Haus getrieben. Weg von mir. Aber sie ist sicher. Sie sind beide sicher. Ich weiß, ich könnte sie finden. Aber das werde ich nicht tun. Nicht mehr. Und jetzt Quinn. Lucky Quinn. Er ist an allem schuld. Er ist der Geist, den ich gejagt habe. Der Mann, der den Angriff befahl. Der mein Leben zerstörte und meine Familie. Es war Quinn. Jetzt wird er mir antworten müssen. So, haben wir es jetzt endlich mal. Vielleicht kann ich dann jetzt endlich mal vielleicht nochmal das Gangversteck versuchen hier. Ich hoffe, dass das direkt hier ist. Ich muss sagen, der Typ klingt nach echten Schwierigkeiten. Glück für ihn, dass ich gute Laune habe. Ich töte ihn nicht. Ich tue ihm einfach nur ein bisschen weh. Boah, natürlich ist das wieder da hinten irgendwo, ey. Meine Fresse. Naja, fahr mal halt hin. Ich dachte, es wäre direkt hier gewesen. Ich brauche ein Auto. Hier, deins. Gib mal dein Auto. Halt! So kommst du mir nicht davon hier. Was hier?